bei ja, WoW Burning Crusade. Ihr konntet es gerade lesen im Ladescreen. Wir mussten uns ein bisschen ins Portal schummeln, weil ja, wurde gerade ein bisschen voll gekämmt. Ja, ein bisschen. Aber Quatsch, hält sich in Grenzen. Ja, das ist halt so das Portal da. Ja, ne? Achso. Da drüben ist das Ali-Lager, hier ist das Hornlager. So, Quest ran. Weiter geht's. Erstmal weg von hier. So, hopp. Quest abgeben, annehmen. Thraima. Ja, ich flieg schon mal los, genieße ein bisschen Aussicht. So lange wie ich noch kann, genau. Ja, wird noch schicker. Okay, kann natürlich sein, dass du auf die Hölle stehst, aber ansonsten kann man toppen. Quatsch. Ja, und da überholt mich gerade einer, ey. Unglaublich. So, weiter, weiter, Quest abgeben, annehmen. So, dann haben wir hier noch einen Goblin, der hat auch noch eine Quest. Bei Nazgrall. Dann hat der hier auch noch eine, der Axtbrecher. Bin doch. So, erstmal hier vorne gleich wieder abgeben. Nee, es hat den einfach den Sinn, dass du immer dahin kommst, wo es die Quests gibt. Der schickt dich mit ganz vielen einzelnen Quests zu dem Haufen von Quests. Ah, geht doch. Ein kleiner Wirbel für die EP. Ich hab den Strahl nie. Tja. Ganz viele Todesritter laufen hier rum. Da drüben ist die Alliborg außerdem. Über den Graben rüber. Kommt schon, geh auf 60 hoch. Ich bin jetzt 48. Hab's ja gleich. So, einmal noch. Bling. Der möchte von uns. Schreckensrufer, Wichtel. Doch. Ja, und am 5. hört's auf. Genauso wie das Sommerwendenfest.
Und dann fängt der Dunkeljahrmarkt an. Dunkeljahrmarkt an. Halt, dann kommt erstmal nichts und dann kommt der erste Langfest. Piratentag, Braufest. Ja. Nee, ich hab meinen Wirbel fertig gehabt, hab die Quest abgegeben, genauso wie du, und bin losgeritten. Nee, shame on you. Du bist ein Umweg gerannt. Aha. Ja. Das ist immer lustig. Auf dem PvP-Room hast du immer viel zu tun. So, der weg. Die hier noch. Ja. Aber nur irgendwelche No-Name. Dinger. Na kommt schon. Ja. Na, das ist eine andere Quest. Die Höllenhetzer brauchen wir halt auch. Aber wir sind hier halt nicht alleine. Dann haben wir da oben noch einen. Ein Wichtel. Den Wichtel brauchen wir nicht. Also laufen wir sind drumherum. Da gibt es noch den letzten Kriegshetzer. Hopp, so. Hopp, 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 hopp. Ja. Quest fertig, auf Mount Onches. So schnell geht das. Das kriegen wir. Glaube ich, beides noch auf unserer Seite. Aber danach müssen wir auf die Seite, wo die Ali-Festung ist. Ja, nee, fuck ist das nicht. Fuck ist eher sowas wie diese dämliche eine Insel, die zeitlose Insel. Das ist dumm. Kleines Gebiet, voller Server, PvP. Quetsche sie zusammen. Hätt's auch sagen können, dass wir hier vorbeireiten. Keine Ahnung, weiß gerade nicht, ich glaube. Bei mir auch. Ach, das ist die Quest. Lass erstmal das hier machen, das ist dichter. Danach. Ja und? Ist doch gut. Also. Holz, Metall. Oh, jeder farmt hier, also campt hier rum. Ich frag mich, warum alle zurzeit so viel leveln. Na, das kann sein. Jetzt werden einem hier schon die Mobs geklaut.
So. Ja, die meisten wurden eh zusammengelegt an den Rams. Ich habe auch einen Todesritter auf. Boah, fragt mich nicht. Ja, kannst du dir die Antwort denken? Keine Ahnung. Ist mir recht egal. Das ist meine Antwort, Kasne. Metall habe ich fertig, ich brauche noch ein bisschen Holz. Da ist noch ein. Was mir hier fehlt, sind die ganzen Mobs wegen dem Blut. So, fertig. Droppen die da unten auch das Blut? Bitte, bitte, bitte. Nein, mach. Das ist doch ätzend. Aber hier. Die hier droppen. Weiß nicht, aber komm mal her. Weil ich hier auch noch ein paar Gegner habe. Die gibt es nicht unten, weil ich immer noch oben bin. Natürlich. Ich klaue gerade jemanden die ganzen Mobs. Langsam wird es nur eng. Ich kill die jetzt. So. So, das wären zwei Blut und dann liegen da noch ein paar Leichen. Noch Blut. Ist halt die Frage, ob zurzeit nur Horde oder nur Allianz so krass levelt. Oder ob es beide sind. Ja, ist hier aber schon echt abnormal viele, finde ich. Ne, andere Richtung. Vergiss die Mobs da hinten. Gehst einfach hier hin. Müssen wir zwar kurz warten, bis Respawn ist, aber dann können wir den Haufen hier nochmal umbringen. Guck, fängt schon an. Komm mal her. So. Ja, weil zu viele sind, die hier gerade die Mobs killen. Wenn du alleine bist, dann respawnen die recht langsam. Aber wenn viele Leute da sind, geht das, glaube ich, ein bisschen schneller. Ist so mein Gefühl. Oh. Das dauert halt auch ein bisschen länger jetzt zusammen.
finde ich immer wieder lustig. Nicht jeder Mob hat Loot. Also nicht jeder Mob hat Blut. Ich habe bei den letzten jetzt gar nichts rausgekriegt. Das ist halt auch so eine Sache. Warte. Hör, ne? Ja. Das finde ich manchmal so lustig. Wenn ich sowas sehe, muss ich immer ganz oft an Nimble und denken. Aus dem Film von The Gamers. Ich habe immer noch vier. Weißt du, du hattest drei, ich hatte vier. Ja, es ist aber dumm. It is so stupid. Ja, aber nicht hier. Hier kannst du noch nicht fliegen. Hier musst du höheres Level haben, glaube ich. Ja. So ist das halt. Ne, keine Ahnung, hätte ich sonst schon längst erwähnt. Niemand hat gesagt, du darfst weglaufen. Wow, ich hab jetzt auch eins. Gibst du, du hast ihnen die ganze Zeit das Blut abgesaugt. So. Kann ich nichts für, du bist schuld. Du hast das alles denen abgesaugt und da müssen wir noch gar nicht lang. Ich weiß halt nicht, ob und was die Folgequest ist, ansonsten nicht gesagt, geben wir eben ab und gehen rüber. Da könnte man bestimmt auch das Blut sammeln. Ist nur doof, wenn ich dann wegen einer dämlichen Drecksquest wieder rüberlaufen muss. Nein. Tja, so ist das. Ah, das noch mal. Meiner. Das ist ja bei ach, schon wieder nichts bei zwei Mobs. Deiner. Ich lasse den Ali in Ruhe, vielleicht killt der Ali ja den Krieger. Und wenn der Ali den Krieger killt, dann kann ich mir den Loot krallen von den Mobs, weil die dann nicht mehr zu ihm sind. Das ist clever, ne? So schnell wird man verraten. Normalerweise hätte ich den Schurken so umgebatzt da. Charge, draufhauen, fertig. Hat er mich gerade gefeenfeuert? Alter, mach das nochmal und du bist Matsch. Aber ich glaube, du kannst hier dann doch schon fliegen ab 60, weil der war 61. Das ist in North End, glaube ich. Ja, mit 65. Ich glaube. Irgendwas war da, keine Ahnung. Ist auch egal. Wir gucken einfach nach. Ist auch egal. Ich hau einmal drauf, ne?
Wasserelementar greift mich weiter an und bumm, ist er tot. Was, habe ich den so krass runtergehauen? Ach, lol. Scheiß Schild, Mann. 7 habe ich noch, 5. Warte. Warte, 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 warte. Bam! Ich sag dir, warte, warte, warte. Kam! Ja, Schildschlag. Vor dem er hat einen Mob für uns eingefroren. Der Mob ist in die Frostfalle gefallen, ne? Entfallen. So, noch zwei. Der hat nichts. Ah, dann hat der hier vielleicht mal was. Aber es kommt auch nicht noch so eine dreckige Quest. Ohne Scheiß, das ist die dreckigste Quest in dem Spiel. Gefühlt. Nur noch dreckiger war es, tötet so und so viele davon und am Ende kam es auf über 180 Drecksmobs. Ist ätzend. Fertig. So, jetzt gehen wir eben ab. Wir geben mal so langsam ab und dann gucken wir mal, ob wir ein Level aussteigen. Und wenn, dann können wir eigentlich anmelden für das Höllenbollwerk. Ich nicht. So. Da brauche ich nichts von. Ich nehme das, was am meisten wert ist, das Lederbruststück. Die Folgequest. Ist auf der anderen Seite, zündet die Kanone an. Ja, das ist das, was die anderen beiden eben gemacht haben. Der Schurke und der Magier. Hier drin kann man auch eine Quest abgeben mit dem Blut. Da gibt's ein Schild und ein Schild, ein Dolch, ein Bogen. Ich nehme das eine Schild. Das hat verdammt viel Ausdauer. Ah, bei Apothekerin. Ja, das ist okay. Würde ich sagen, wir laufen in der nächsten Folge mal rüber, zünden die Kanonen fix an und dann ab zu den anderen Aufgaben mit der Apothekerin und dem Häscher. Ne, nicht mehr in dieser. Dementsprechend sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.